Einen wunderschönen Moin Moin und herzlich willkommen zum neuen Video hier auf dem Kanal. Heute vor einem blauen Tor. Heute gibt es was ganz Spezielles, wirklich was Spezielles. Und das schaut euch jetzt erstmal an. Zuallererst sieht man hier einen alten Bekannten, Fiete. Hallo. Dich kennt man doch noch irgendwoher, oder? Ja, ich glaube schon, ja. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, das müsst ihr euch unbedingt angucken. Ist wirklich viral gegangen, kann man sagen. Du bist heute wieder dabei und möchtest uns, also mir und den Zuschauern, was ganz Besonderes zeigen. Genau. Ich denke mal, einige haben es im Video gerade schon erkannt, was es ist. Einige werden da sitzen und sich denken, was ist das, ein blaues THW-Auto. Erzähl mal, vor was für einem Auto stehst du hier? Ja, wir haben hier ein DKW Munga. Ein Sechssitzer, quasi die Langversion des Fahrzeugs. Und DKW Munga wurde ursprünglich nach dem Krieg gebaut für die Bundeswehr und für den Katastrophenschutz, weil man nach dem Krieg von den Motorrädern mit Beiwagen weg wollte, was man ja im Krieg hatte. Und weil man etwas Stabileres haben wollte, etwas Souveräneres fürs Gelände. Ganz kurz für alle, die jetzt schon bei DKW Munga raus sind. DKW Munga steht für multifunktionales, universelles Geländefahrzeug mit Allradantrieb. Genau. Also der Bursche wird auf beiden Achsen angetrieben. Und zwar permanent. Permanent. Die 6 steht für die 6 Sitze. Genau. Vorne 2. Und hinten soll man sich tatsächlich zu viert reinquetschen können. Ja, das war damals ja auch noch etwas einfacher, da die Leute etwas kleiner und schlanker waren. Und bei der Bundeswehr oder beim Katastrophenschutz war man ja auch etwas in Übung, dementsprechend auch schlanker. DKW, also Auto-Union, man sieht es hier vorne, war damals ein Zusammenschluss von 4 Herstellern, woraus sich dann nachher Audi entwickelt hat. Genau. Deswegen könnten einem die Ringe bekannt vorkommen. Es ist nicht Audi, sondern... Es ist kein Audi, es ist ein DKW. Genau. Und das Fahrzeug wurde aus einer Not heraus entwickelt. Der Bund hat damals der Automobilindustrie die Anforderung gegeben, wir brauchen ein truppenfähiges Fahrzeug fürs Gelände, was nicht viel wiegt und was eben sehr robust ist. Und DKW war am schnellsten und hat sich sehr stark darauf konzentriert, ein Fahrzeug zu bauen. Und hat dann eben den DKW Munga entwickelt und war eben schneller als beispielsweise auch Porsche. Porsche kam nicht so richtig an den Laden. Später entstand dann in den 70er Jahren der VW Kübel, der dann den Munga abgelöst hat. Der Munga wurde sehr lange gebaut, von 53 bis 68. Von wann ist der? Der müsste von Mitte der 60er Jahre sein, ich glaube von 63. Einer der letzten. Schon, ja. Ich glaube, es gab knapp 50.000, die gebaut wurden? Es gab knapp 50.000 Modelle, die gebaut wurden, überwiegend für Bundeswehr und Katastrophenschutz. Mit der Besonderheit, dass die Fahrzeuge aus Flugzeugen abgeworfen werden konnten.
wozu das Fahrzeug dann... Also so richtig abgeworfen. Wirklich abgeworfen. Die Fahrzeuge wurden auf eine Platte gestellt. Die Frontscheibe ist nur geschraubt. Die kann man mit zwei Schrauben abnehmen. Die Sitze wurden zurückgerüstet. Es wurde alles auf dem Fahrzeug gesichert mit Holzwolle, dass nichts kaputt geht beim Abwurf. Und dann wurden die Fahrzeuge mit einem großen Fallschirm aus den Flugzeugen abgeworfen, dass sie sofort im Einsatzgebiet einsatzbereit waren. Jetzt stehen wir hier ja vor dem THW-Ortsverband in Hamburg-Altona. Genau. Ist dieses Fahrzeug hier jetzt noch im Einsatz, fragt man sich, oder warum steht er hier? Das Fahrzeug ist in den 70er Jahren hier zum Altona-Ortsverband gekommen, war dann lange Zeit auch im Einsatz und ist dann 98 vom Bund ausgesondert worden, ist jetzt aber noch im Helferverein, weshalb das Fahrzeug auch immer noch ein grünes Kennzeichen hat, wie ihr vielleicht ja gesehen habt, und wird jetzt hier quasi für Ausstellungszwecke betrieben und eben als Andenken an die damalige Zeit und was für Fahrzeuge hier mal tätig waren. Weißt du, was ich auch auf jeden Fall nochmal loswerden muss? Zu jedem Video, was wir machen, hast du immer das passende Outfit am Start. Ja. Wo hast du das jetzt schon wieder her? Da kann ich tatsächlich eine kleine Familiengeschichte kurz auspacken, klein gehalten. Mein Vater ist damals Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre zum Jugend-THW gekommen. Damals war die Uniform noch grau. Heutzutage ist sie blau, wie auch die Fahrzeuge. Und der hatte die Uniform noch liegen, ist auch heute noch beim THW, allerdings nur noch ehrenamtlich. Das THW ist ja ein ehrenamtliches, eine ehrenamtliche, wie sagt man? Vereinigung. Und mein Vater ist jetzt nicht mehr allzu oft tätig, aber wenn mal was ist, so wie das Großfeuer in Wilhelmsburg, dann ist er nochmal als Radladerfahrer oder eben Kraftfahrer vor Ort. Also das Fahrzeug ist so gesehen mehr Schein als Sein, also ist nicht genau. mehr in der Verwendung, sondern dient eher so, um an die alten Zeiten zu erinnern und um so ein bisschen so einen Hingucker zu haben. Um eben die alte Technik zu bewahren. Wollen wir uns einmal reinschwingen und das Ganze mal von drin begutachten. Also man hat hier einen unfassbar hohen Einstieg, also mit Komfort ist hier gar nichts. Türen hat er so jetzt auch nicht, die hast du aber gerade schon rausgenommen. Das heißt, man könnte hier... so eine Verkleidung einsetzen, dass man zumindest bei Regen nicht komplett nass wird. Anschnaller gibt es logischerweise auch nicht. Jetzt versuche ich mich hier mal... Oh Gott. Boah. Viel Elektronik gibt es nicht. Das Fahrzeug oder das Armaturenbrett ist sehr übersichtlich gehalten, aber eben auch Anfang der 60er Jahre. Das heißt, wir haben hier einmal die Temperaturanzeige, KMH. Geschwindigkeit für Gelände und Straße gibt es verschiedene Unterteilungen und unsere Tankanzeige. Und das war's schon. Dann haben wir hier einen Lichtschalter, den Wischer, eine Heizung, die etwas überflüssig ist bei dem offenen Fahrzeug, unseren Warnblinker, unseren Blinkhebel. Und eben die Sondereinrichtung Blaulicht und Dauerton. Sowie ein Zughebel für den Vorvergaser, den man betätigen muss, wenn das Fahrzeug noch kalt ist, damit es besser anspringt. Du bist schon mal damit gefahren, probeweise, damit du sicher gehen kannst, dass du den auch fahren kannst. Ich stelle mir das wirklich unfassbar laut vor und bin wirklich sehr gespannt. Wir werden gleich nochmal fahren. Und ansonsten ist das hier auch alles sehr puristisch gehalten. Also wir haben hier Sonnenblenden aus... Ist das Holz mit einem... Ja, Pappe wahrscheinlich. Man musste Gewicht sparen, denn die Autos wiegen tatsächlich nur knapp eine Tonne. Es durfte nicht viel wiegen, es durfte nicht viel verbrauchen, es musste sehr einfach gehalten sein. Könnte man hier die ganze Dachkonstruktion abnehmen? Man könnte das ganze Dach mit Gestell komplett runternehmen. Und eben auch, wie du siehst, was ich eben schon sagte, die Frontscheibe ist nur mit zwei Schraubverschlüssen gesichert und dann kann man sie auch ganz schnell abnehmen. Was ist das hier vorne? Das ist für die Heizung. Das ist die gute alte Bosch-Heizung. Das ist hier für vorne. Wir haben vorne vom Kühler, wie man das von früher noch kennt, damit die Fahrzeuge im Winter überhaupt auf Temperatur kommen, hat man vorne eine Art Jalousie gehabt und die kann man hier über diesen Hebel runterlassen oder eben vom Kühler entfernen. Dann lass uns mal vorne in die Motorhaube reinschauen, in den Motorraum. Da bin ich mal sehr gespannt, weil da ist nicht das drin, was man jetzt vermuten könnte. Also ich hätte zuerst gesagt, es ist auf jeden Fall ein Dieselfahrzeug, weil viel Kilometer, viel Strecke, da macht Dieselmotor Sinn. Aber es ist tatsächlich ein Benziner. Es ist tatsächlich ein Benziner, weil ja PKW bis in die 70er Jahre in Deutschland immer Benziner waren. Es sei denn, es waren Mercedes. Mercedes war ja der erste Hersteller, der überhaupt Diesel in PKW verbaut hat.
Und dieses Fahrzeug hat einen ganz besonderen Motor, den man eigentlich nicht erwartet, aber die, die sich mit DKW auskennen, wissen, was drin ist. Lass uns mal schauen. Ich tue jetzt gar nicht so, als wenn ich es erkennen würde. Ich habe mich schlau gelesen. Es ist tatsächlich ein Dreizylinder. Es ist ein Dreizylinder und es ist ein Zweitakter. Das Erste, was ich mich jetzt frage, warum hat der zwei Batterien? Es ist ein 24-Volt-Fahrzeug, wie das früher ja üblich war. Und die sind, das sind zwei 12-Volt-Batterien, miteinander gekoppelt auf 24 Volt. Den Munga gab es in verschiedensten Motorisierungsklassen. Kleine Motorisierungsklassen in 0,6 glaube ich. 6 bis 7 Liter bis zu 1 Liter. Wir haben hier, soweit ich weiß, eine 1 Liter Maschine verbaut. Mit, ich glaube, 32 kW, also knapp über 40 PS. 44 PS, ja. Bei einer Tonne Leergewicht. Bei einer Tonne Leergewicht. Zieht also kein Brot vom Teller. Überhaupt gar nicht. Ich stelle mir das jetzt so vor, wenn ich den jetzt fahren müsste, bräuchte ich wahrscheinlich erstmal eine Einweisung. Das ist richtig. Was ist da zu beachten? Wichtig ist, auf der Startvorgang, da geht es schon los, dass man eben darauf achtet, es ist draußen kalt, der Motor ist kalt, den Vorvergaser zu betätigen, dass das Fahrzeug eben besser anspringt. Diesen dann aber auch, sobald das Fahrzeug läuft, relativ zügig wieder zu schließen, weil er sonst absäuft. Dann ist wichtig beim Fahren, dass man beim Runterschalten immer Zwischengas gibt. Eine Besonderheit, die auch schon ewig in Fahrzeugen nicht mehr nötig ist, weil wir ja irgendwann synchronisierte Getriebe bekommen haben. Dann haben wir bei diesem Fahrzeug logischerweise keine Anschnallgurte, kein ABS, kein Airbag, keine sicherheitsrelevanten Unterstützer, die einem das Leben retten könnten im Falle eines Falles. Das heißt, wer zu spät bremst, könnte das letzte Mal gebremst haben. Ja, und wirklich viel Knautschzone hat das Fahrzeug auch nicht. Ich würde sagen, das alles erfahren wir gleich mal zusammen. Als Erstes hören wir uns mal den Motorstart an und dann würde ich sagen, fahren wir mal eine Runde durch die Gegend. Das ist jetzt tatsächlich das erste Video, wo ich nicht fahren darf, was ich auch vollends verstehe, weil das ist wirklich was Besonderes, was Seltenes und ich möchte auf gar keinen Fall auf der falschen Seite sitzen, wenn da irgendwas passiert. Hier erstmal meinen Seitenschutz ja, zu. Mach mal. Du hast ja Angst um dein Leben. Schon, ja, es fährt sich auch sehr direkt tatsächlich. Dadurch, dass man ja auch sehr nah am Lenkrad sitzt, hat man eine sehr direkte Lenkung, wenig Platz. Okay. Dass du deine Seitentür da nicht zumachst. Oh, hier ist auch ein Windschutz, kann man den zumachen? Den kann man auch zumachen, ja. Was für eine abgefahrene Geschichte. Hier vorne hat man so einen Griff zum Festhalten. Genau. Ist auf jeden Fall zügig und laut und man riecht die ganze Zeit den Zweitakter. Du riechst auch noch den ganzen Tag danach. Alles. Wie ist das jetzt für dich so, sowas zu fahren? Ich meine, du bist ja alte Sachen gewöhnt, aber das ist doch auch für dich nochmal was ganz anderes, oder? Das ist was total anderes, ja. Dadurch, dass man ja auch immer ein bisschen Gas geben muss, weil die Motoren einfach... Ja, einen Choke hat er nicht, ne? Choke hat er nicht, dadurch hat er ja das, den Puffergaser zum Start. Ja, dadurch, dass die Motoren einfach, es ist ein Zweitakter, da muss man immer ein bisschen mit dem Gas spielen. Ey, das ist also mal entspannt damit durch die Gegend fahren ist nicht, ne? Das ist immer vollste Arbeit. Vollste Arbeit, man muss voll aufmerksam sein, weil, wie vorhin schon erwähnt, einmal falsch gebremst oder nicht gebremst, kann das letzte Mal gebremst sein. Ja, also keine Anschnaller, keine Knaufzone. Wenn du in die Eisen gehst und mir nicht Bescheid sagst, hau ich mir das Knie hier direkt auf. Ich hänge wahrscheinlich auf der Straße. Ich flieg hier direkt durch die Scheibe, hau mir hier erstmal den Kopf an.
Leute, das müsst ihr erlebt haben, wirklich. Zumal, du hast ja Stichwort gegeben, wenn ich in die Eisen gehe, das Fahrzeug hat viermal Trommelbremse, die macht, was sie will. Wenn ich da voll reinhau, dann fährt das Fahrzeug, wohin es gerade möchte. Kannst du einmal eine kleine Kostprobe geben, also nicht doll, aber dass man mal... Boah! Ja, direkt hinten rechts ausgebrochen. Warum ist das so? Das ist halt eine Trommelbremse und die ist schon ziemlich alt. Das Fahrzeug wird leider Gottes sehr wenig bewegt. Ja, da steht sich das alles noch ein bisschen fest. Und alle gucken, ey. Geil, ey. Und immer Zwischengas. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich hier in der Kurve rausfliege. Was für einen Schalter betätigst du da immer? Das ist der Blinker. Ach so. Was würde der Spitze laufen? Weiß man das? Oh, ich denke mal so 80, 90 wird er wahrscheinlich machen. Zumal unser Tacho ja auch nur bis knapp 100 geht. Ja. Er ist auf jeden Fall frisch. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie ist das, wenn man die Seitentüren drin hat? Etwas angenehmer, aber nicht wirklich. Es flattert ja auch die ganze Zeit. Es ist ja auch nur eine Plane. Also so richtig Langstrecke ist damit dann so oder so nicht, ne? Nee. Aber das ist ja beim Bund ist ja Gemütlichkeit auch nicht vorgesehen. Mahlzeit. Man fällt auf jeden Fall auf. Aber ich kann mir schon vorstellen, gerade für Showzwecke, wenn man da mal eine Runde dreht mit den Kleinen, das macht schon Eindruck. Ja, auch auf Treffen, dadurch, dass man ja auch, obwohl ja 50.000 Stück von den Munga gebaut wurden, man sieht eben so wenige bis gar keine mehr. Nur noch auf Veranstaltungen, wo wirklich Einsatzfahrzeuge auch zur Show gestellt werden, THW-Treffen, Feuerwehrtreffen oder eben allgemeine Katastrophenschutztreffen. Da sieht man mit Glück ab und zu noch mal einen Munga und sonst halt überhaupt nicht. Es ist ja den wenigsten bekannt, was das überhaupt für ein Fahrzeug ist. Ja, ich musste mich auch ehrlich gesagt erstmal schlau lesen. Also ich hatte das schon mal gehört, aber... Übrigens auch zu 100%, warum man mich nicht fahren lässt. Das hätte ich gar nicht hinbekommen. Also selbst mit ein bisschen Übung vorher, wie du dich da gerade schon am Anfang abgerackert hast, vollstes Verständnis. Also nach einer längeren Strecke brauchst du erstmal eine heiße Dusche, gerade bei den Witterungsbedingungen. Ja. Und erstmal Ruhe. Also die Lärmbelästigung, ich kann das jetzt noch nicht einschätzen, wie gut man das hört. Ich denke mal, es wird sehr laut sein, aber so kriegt man zumindest mal mit, was hier abgeht. Motorgeräusche, Abgase, der Wind, der hier durchs Auto peitscht, hier ist ja nichts zu, hier ist ja nichts versiegelt, kann gar nichts. Hier geht ja alles einfach durch. Ja, wer schon mal Zweitakter gefahren ist oder zumindest schon mal einen Zweitakter gehört hat, ob das nun ein Trabi war oder nur eine Simson, der weiß, dass so ein Zweitakter Lärm macht. Und das hier ist ein Dreizylinder-Zweitakter, das heißt nochmal ein Zylinder mehr, der Lärm machen kann. Ihr müsst das mal in die Kommentare schreiben, Leute. Kommt das einigermaßen rüber? Wie fühlt sich das am Bildschirm an, was wir hier gerade erleben? Wahnsinn. Ich finde das super toll, dass diese alten Fahrzeuge erhalten werden. Total leider schön. Leider Gottes nicht vom Bund gefördert. Das heißt, es geht alles aus eigener Kasse weg. Und das ist natürlich etwas traurig. Ja. Ja, Leute. Das war mal ein Erlebnis, würde ich sagen. Da bedanken wir uns einfach mal beim THW Ortsverband hier in Altona, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, das mal zu testen. Schaut da gerne mal auf den Seiten vorbei für nähere Informationen. Wie gesagt, wenn Veranstaltungen sind, kann man sich das zumindest mal von außen alles anschauen. Und ich bin fertig mit den Nerven, echt. Ja. Aber was für ein Erlebnis, ey. Das kann man sich nicht vorstellen, dass das mal wirklich Stand der Zeit war, dass das einfach normal war. Ja, und wenn man sich nur noch vorstellt, das Dach ist ab und du sitzt hinten. Ja, vor allem dann zu viert hinten zu viert, auf den beiden Bänken. Das ist ein Erlebnis.
Ja, auch an dich vielen Dank, Fiete, dass du dir die Zeit genommen hast, gerne. Wieder so ein geiles Outfit rausgesucht hast. Ja, das ist selbstverständlich. Man kann ja schon mal ein bisschen anteasern, du hast ein neues Auto, genau. Da kommt auch noch mal was. Also Leute, schreibt in die Kommentare, wie hat euch das Video gefallen. Ich bin fertig mit den Nerven, wirklich. Wir sehen uns beim nächsten Mal, ciao. Macht's gut.